Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, дорогие коллеги и друзья, freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann. Ich weiß aber nicht, ob Sie sich noch freuen werden, wenn ich hier fertig bin mit meinem Vortrag. Meinen Studenten sage ich immer, dass immer dann, wenn etwas gesagt wird, dann sollen sie die Frage stellen: Stimmt das denn eigentlich? Also etwas, was wir in der Öffentlichkeit, in Deutschland, aber auch überhaupt in den westlichen Demokratien, in der veröffentlichten Meinung und in den Medien verlernt haben, zu fragen: Stimmt das eigentlich? Wir fragen danach, wer etwas sagt, aber wir fragen nicht mehr: Stimmt es eigentlich, was jemand sagt? Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme. Ich mache es mir immer zur Gewohnheit, dass ich immer dann, wenn andere etwas sagen, das Gegenteil davon behaupte. Das ist einfach eine grundsätzliche Sache, die ich mache. Und ich bringe auch meinen Studenten bei, dass sie genau das tun sollen, nämlich die Welt aus der Perspektive des anderen zu sehen. Und man macht dann die Erfahrung, dass die eigene Sicht auf die Welt dadurch geschärft wird. Oder im besten Fall, wenn man etwas lernt, dass die eigene Weltsicht aufgegeben werden muss. Das ist ja auch eine schöne Erfahrung, die man machen kann. Überall in Europa sind populistische Bewegungen auf dem Vormarsch. Die versprechen, was die Regierungen nicht halten können oder nicht halten wollen, indem sie den Bürgern einreden, sie seien die Repräsentanten des wahren Volkes. Wir sind das Volk, so lautet der Schlachtruf der Populisten. Und sie meinen damit jene Menschen, die von der Elite nicht mehr angehört werden und die sich von der Elite nicht mehr vertreten fühlen. Hinzusagen müsste man vielleicht, dass es auf der anderen Seite nicht anders ist. Immer wenn von den Bürgern, den Menschen draußen im Lande die Rede ist, dann meint man natürlich immer seine eigenen Leute und unterstellt, das seien alle. Die Waffe der Populisten ist der Protest, ihr Medium ist die Straße und es sind die sozialen Medien. Dort wird aufgeführt, was sie im veröffentlichten Leben keinen Platz mehr hat. Die Wähler der Populisten verachten Politiker und die wirklichkeitsfremde Elite, die in der besten aller Welten leben, von der Welt der Bürger aber nur noch wissen, was sie wissen wollen und was sie zu hören bekommen. Über den Erfolg Donald Trumps haben sich manche gewundert. Ich gebe zu, ich habe mich überhaupt nicht darüber gewundert, sondern erwartet, dass das geschehen würde. Denn er hat getan, was er tun musste, um zu gewinnen. Er hat sich der politisch korrekten Sprache verweigert, die an den amerikanischen Universitäten allgegenwärtig ist, und stets das gesagt, was im Juste-Milieu verboten ist. Er hat gegen alle Regeln des guten Geschmacks verstoßen und der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass ihm das Establishment völlig einerlei ist. Als ihm ein republikanischer Konkurrent um die Präsidentschaft im Fernsehen vorwarf, er, Trump, habe Politikern Geld gegeben und sie gekauft, entgegnete ihm Trump nur: Dir habe ich auch Geld gegeben, schon vergessen? Ich gebe zu, dass ich gelacht habe. Ich habe dieses Lachen als eine Befreiung empfunden und einen Augenblick dachte ich: Wäre es nicht heilsam für die Demokratie, wenn dieser Mann die Wahlen gewönne, damit seine Gegner wieder lernen können, worauf es in einer offenen Gesellschaft ankommt? Nämlich einfach auszusprechen, was geschieht, und hinzusehen und wieder einfach laut und deutlich einmal Nein zu sagen, wenn einem etwas nicht gefällt. Im politisch korrekten Milieu aber reagierte man auf die Provokation genauso, wie der Provokateur es erwartet hatte. Man lachte über seine Frisur und seine Sprache, ohne zu begreifen, dass sie genau der Garant seines Erfolges war. Man diskreditierte seine Anhänger als dumpfe Einfallspinsel, ohne wirklich zu verstehen, dass diese Diskreditierung für viele Bürger der eigentliche Grund war, ihn zu wählen. Denn die Wähler Trumps konnten sich jetzt endlich einmal zum schlechten Geschmack bekennen, sie konnten in anstößiger Sprache sprechen und sie konnten das Stigma in eine Auszeichnung verwandeln. Und so ein Angebot nimmt man doch gerne an. Wenn farbige, homosexuelle, transsexuelle Opfer waren, warum sollten dann nicht auch jene, für deren Angelegenheiten sich die Elite nicht mehr interessierte, Opfer sein? White Trash Matters, so könnte man in einem Satz die fatalen Wirkungen des identitären Diskurses, der aus dem linksliberalen Milieu kommt, zusammenfassen. Man ist von Opfern umgeben und irgendwann möchte man dann auch ein Opfer sein. Die Gesellschaft aber geht an einem solchen Identitätsgerede einfach zugrunde. Trump schöpfte seine Kraft aus jener sozialen Frage, die von den Eliten in Europa und in den USA jahrelang ignoriert worden ist. Nicht die Unisex-Toilette und die gendergerechte Sprache, sondern die Sorge um Sicherheit und Arbeitsplätze entschieden die Wahlen. In Europa ist es nicht anders.
wenngleich es im Westen Europas andere Gründe gibt, Populisten zu wählen als im Osten und im Südosten. In Zeiten der Krise enthüllen sich die Fundamente, auf denen das Leben ruht. Wer sich im Selbstverständlichen weiß, denkt gar nicht darüber nach, in welcher Ordnung er lebt. Man muss sich über die Möglichkeiten, das Leben herauszufordern, im Alltag gar keine Gedanken machen. Man beginnt den Tag, ohne darüber nachzudenken, was morgen sein könnte. So haben die meisten Menschen im Westen und in der Mitte Europas in den letzten Jahrzehnten gelebt. Im Wohlstand und im Glauben an die heilenden Kräfte der Zivilisation. Man konnte, ich habe es selbst erlebt, man konnte die Politik ignorieren, weil sie sich in Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Mehrheitswillen wusste und weil Ordnung und Sicherheit irgendwie für Jahrzehnte gesichert schienen. Das war das Gefühl, das Menschen in der Bundesrepublik etwa in den 70er Jahren hatten. Pfarrer und Gewerkschaftsfunktionäre erklärten am Wahltag, wer gewählt werden müsse, und kaum jemand nahm diese Einmischung als Bevormundung oder schwere Bedrückung wahr. Die Herzen der Milieus und ihrer Parteien schlugen noch im gleichen Rhythmus. Die Demokratie der Vergangenheit, das ist richtig, war viel weniger pluralistisch, sie war weniger dynamisch als heute, aber sie wurde von den Bürgern als eine Ordnung empfunden, die ihnen gehörte und die ihnen entsprach. Der europäische Nationalstaat war ein Raum, der nicht von Gruppen, sondern von Menschen bewohnt wurde, die sich ungeachtet aller sozialen Unterschiede auch als Staatsbürger und als Gleiche empfinden konnten. Im Osten ist davon mehr als im Westen Europas erhalten geblieben, weil die kleinen Staaten sich nur als Nationalstaaten gegen die Imperien behaupten konnten und weil die nationale Souveränität der Grund war, auf dem sich auch die Kommunisten zu legitimieren hatten. Und deshalb wird im Osten auf andere Weise gesprochen, gestritten und gewählt als im Westen. Und dennoch sind überall in Europa die alten Gewissheiten erschüttert worden. Wer hätte es nach dem Ende des Kommunismus für möglich gehalten, dass Menschen sich von der Demokratie abwenden, weil sie ihr nicht mehr zutrauen, Krisen zu bewältigen? Die sozialen Folgen der Globalisierung, die den Erfolgreichen neue Perspektiven eröffnet, für mich im Übrigen auch, weil ich gehöre auch zu denjenigen, die profitiert haben, die den Armen aber wenig gegeben haben, die Auflösung der sozialen Milieus, die Atomisierung der Bürger, die Entstehung supranationaler ökonomischer und politischer Strukturen, die von der Politik nicht mehr kontrolliert werden können, die Tribalisierung und Parzellierung des sozialen Raums durch eine unkontrollierte Einwanderung stellen den Sozialstaat in Frage, sie vergrößern die Kluft zwischen den Eliten und dem Volk und sie bedrohen den sozialen Frieden. Die Eliten haben sich in der neuen, unübersichtlichen Welt sehr gut eingerichtet, weil sie von ihr einen Gebrauch machen können, weil er Chancen eröffnet. Sie haben nur mit den angenehmen, aber nicht mit den zerstörerischen Konsequenzen von Unübersichtlichkeit zu leben. Wir leben inzwischen in einer kulturellen und sozialen Apartheidsgesellschaft, in der sich Eliten und Bürger nicht mehr so viel zu sagen haben wie früher noch, weil sie zwar noch im gleichen Land leben, es aber nicht mehr wissen und es auch nicht mehr erfahren. Das Projekt des Nationalstaates wird deshalb nur noch von jenen Populisten verteidigt, die sich an seine integrative Kraft und seine Fähigkeit erinnern, sozialen Wandel abzufedern. Es sind also die Populisten, die sich auf ihn berufen und die ihn wiederhaben wollen, weil er das einzige Instrument ist, dessen Einsatz Kohäsion und Sicherheit verspricht. Insofern ist der Nationalstaat nicht tot, er ist sozusagen der Garant dafür, diese Kohäsion, die verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Ob er zurückkommen kann, ist eine ganz andere Frage. Das alles ist vorbei. Manch einer im Westen wählt noch aus Gewohnheit Parteien, die er immer gewählt hat, wenngleich sich die Unterschiede zwischen ihnen bis zur Unkenntlichkeit verwischt haben. Wer Grün wählt in Deutschland, könnte sich auch für die CDU entscheiden und umgekehrt. Manche Parteien wählt man nur noch aus Mitleid. Aber wer glaubt noch, dass die demokratischen Parteien Antworten auf brennende Fragen der Gegenwart geben? Die Populisten wissen das. Und deshalb bringen sie auf den Begriff, was andere nicht mehr aussprechen, weil sie es nicht aussprechen wollen oder weil sie es nicht wagen. Die Aussprache des Unerhörten ist also das Kennzeichen des Populismus. Deshalb wird wahrgenommen, was seine Repräsentanten sagen
Und das war das Konzept von Trump. Er hat ausgesprochen, was als anstößig galt und was nicht gesagt werden kann. Und deshalb wird wahrgenommen, was man sagt. Müssen wir uns wirklich wundern, dass die Begeisterung für autoritäre Ordnungen und Lösungen wächst, wenn den Bürgern nur noch mitgeteilt wird, über existenzielle Fragen der sozialen Ordnung könne überhaupt nicht mehr gestritten werden, weil alles schon entschieden sei? Es gibt Le Pen, Trump oder die Adepten des Putinismus in Europa nur, weil die repräsentative Demokratie als Staatsform nicht mehr leistet, was sie einst versprochen hatte, und weil viele Menschen das Gefühl haben, dass sie von einer autoritären, lebensfernen Elite gesteuert werden, die sich in liberale Posen wirft, aber alle Menschen verachtet, die die Welt nicht so sehen wollen wie sie selbst. Die Verachtung von Politikern ist der Grund, auf dem sich Populisten als Außenseiter und Antipolitiker ziemlich erfolgreich inszenieren können. Aber wir haben vergessen, dass die Verachtung der Bürger der Verachtung der Politik vorangegangen ist. Längst haben sich die Politiker in einer Welt eingerichtet, die von Staatsbeamten, aber nicht mehr von Arbeitern und Handwerkern bewohnt ist. Die Entfremdung ist groß und sie wächst Jahr um Jahr, weil die Bürger, die unten sind, spüren, dass jene, die oben sind, sich für sie nicht mehr interessieren, sie allenfalls noch als dumpfe Masse, als Pöbel oder Pack wahrnehmen, das erzogen und zugerichtet werden muss. Ein Bürger aber, der erzogen wird, verwandelt sich in einen Untertan. Und ein Bürger, der nicht erzogen werden will, spürt, dass er zu einem Untertan wird. Und das will er nicht und er muss es auch nicht, er hat nämlich eine Wahl. Und ich glaube, in Ostdeutschland hat man darüber, wo Menschen in einer Diktatur leben mussten, mehr begriffen als im Westen. Und die Populisten wissen, wie diese Wahl für eigene Zwecke genutzt werden kann. An einigen Beispielen möchte ich ganz kurz erläutern, was ich damit meine. Erst einmal ist das europäische Projekt in Misskredit geraten, weil es viel verlangt, aber wenig zu geben hat. Ob das so ist, ist eine ganz andere Frage, aber es wird von vielen Menschen so wahrgenommen. Die reichen Länder müssen für die Misswirtschaft der Armen aufkommen und die armen Länder müssen Reformen und Sparprogramme exekutieren, die ihnen die Reichen auferlegt haben. Warum sollen eigentlich Steuerzahler in Deutschland für die Schulden Griechenlands aufkommen und warum sollen Griechen Gehaltskürzungen in Kauf nehmen, nur weil ihnen eine Kommission in Brüssel Vorschriften gemacht hat? Weder die einen noch die anderen werden also gefragt, ob sie wollen, was sie tun müssen. Und keine Partei, die man gewählt hat, könnte an diesen Handlungszwängen etwas ändern. Es sei denn, eine Regierung träfe die Entscheidung, aus der Europäischen Union auszutreten. Und genau das macht es Populisten ziemlich leicht, Lösungen anzubieten, die andere nicht anbieten können. Man erklärt also den Bürgern, es sei alternativlos, was vor allen Augen geschieht. Und erklärt, dass alle wichtigen Fragen jenseits der eigenen nationalen Demokratie entschieden würden. Wozu muss man dann aber wählen? Ein griechischer Kollege hat mir einmal gesagt, entscheidend seien ja gar nicht die griechischen Wahlen, entscheidend seien die Wahlen in Berlin, was mit Griechenland geschehe, da werde das entschieden. Und deshalb interessiere er sich für die Wahlen in Griechenland eigentlich gar nicht mehr. Aber wer keine Wahl hat, hat auch keine Freiheit. Gebannt schauen die Bürger auf das Geschehen jenseits des Nationalstaates und fragen sich, wer die Politiker sind, die in ihrem Namen Entscheidungen treffen, die sie, wenn sie gefragt worden wären, niemals selbst getroffen hätten. So steht es auch, das ist der zweite Punkt, um die Entscheidung darüber, wer nach Europa einwandern darf und wer es nicht darf. Millionen sind auf dem Weg nach Europa und sie erstreiten sich den Zugang zum Sozialsystem, indem sie einfach eine Grenze überschreiten. Man profitiert also von Wohltaten, ohne zu seiner Finanzierung beigetragen zu haben. Geschenke aber, das wissen wir, müssen freiwillig gegeben werden. Warum soll der Bürger für eine Einwanderung zahlen, die er sich nicht gewünscht hat und die er auch nicht zu verantworten hat? Und warum können Grenzen eigentlich nicht geschützt werden, wenn andere Staaten es doch offenkundig auch können? In den Ohren vieler Bürger klingen also die Versicherungen aus Berlin etwa, man könne an solchen Entscheidungen schon deshalb nicht mitwirken, weil es unzulässig sei, sie überhaupt zu treffen, irgendwie wie Hohn. Jedermann weiß doch, dass der Sozialstaat ein Produkt des Nationalstaates ist. Seine Leistungen beziehen sich auf jene Menschen, die in seinen Grenzen leben und ihn durch Steuern und Abgaben am Leben erhalten.
Der Sozialstaat lebt also von der Begrenzung und wer Grenzen aufheben will, wird ihn irgendwann einfach zur Disposition stellen müssen. Denn beides, wissen wir von Milton Friedman, offene Grenzen und soziale Sicherungen kann man auf Dauer nicht haben. Die illegale Einwanderung von Millionen hat also einen Preis. Die Politiker wissen es, alle wissen es, aber sie schweigen darüber, weil es besser ist, die Welt sich so schön zu machen, wie sie nicht ist. Und deshalb haben Populisten leichtes Spiel, den Bürgern einzureden, dass die Lüge das Zuhause der Politik sei. Wandel und Ordnung, und Herr Platzek hat das vorhin sehr schön gesagt, Wandel und Ordnung müssen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, damit Menschen sich mit Veränderung abfinden können, damit sie sich mit ihm arrangieren können. Nur wenige Menschen können es ertragen, wenn sich ihr Leben ständig ändert. Die meisten Menschen wollen in Ordnungen leben, die ihrem Leben entsprechen und es nicht täglich in Frage stellen. Niemand will eine Ordnung haben, die einem sagt, dass man sein eigenes Leben täglich in Frage stellen soll. Die Gentrifizierung der Städte, in Berlin kann man das gut beobachten, den Verdrängungswettbewerb, die Veränderung der ethnischen Landkarte, die Tribalisierung und Ethnisierung von Stadtteilen, die Entfremdung der Bürger von ihrer eigenen Umgebung, der Zerfall von sozialen Milieus und die Ökonomisierung der Politik haben die Staatsbürgergesellschaft in Mitleidenschaft gezogen und die Bürger in gewisser Weise atomisiert. Die alten Milieus der Gewerkschaften, der Kirchen, der Vereine sind längst nicht mehr eine Struktur, die die Menschen organisiert. Wahrscheinlich lässt sich das alles gar nicht mehr rückgängig machen, was inzwischen geschehen ist. Aber es gibt keinen Zweifel, dass die soziale Entfremdung ein Grund dafür ist, dass von der Politik nur noch wenig erwartet wird und Populisten mit dem Versprechen Terrain gewinnen, unter ihrer Führung werde der alte Nationalstaat, den alle in guter Erinnerung haben, wieder zurückkommen. Wandel, der nur erlebt wird, erzeugt Ohnmacht und Wut und im besten Fall erzeugt er Resignation. Das ist die Welt, in der wir leben und wir sollten uns ihrer endlich bewusst werden, anstatt sie täglich zu verleugnen. Der Zerfall der überkommenen sozialen Ordnungen hat Eliten und Volk auf eine Weise voneinander getrennt, die noch vor 20 Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. Der Siegeszug der identitären Politik, die nur noch von Kultur, von Religion und Geschlecht redet, von sozialen Fragen aber nichts mehr hören will, ist eine Folge dieses sozialen und politischen Wandels. Die politische Elite, so könnte man auch sagen, hat sich von den sozialen Strukturen befreit, deren Teil sie einmal gewesen war. Und weil sich die Bürgergesellschaft auflöst, hat diese Elite, die eigentlich überhaupt nicht mehr verknüpft ist mit diesen Strukturen, leichtes Spiel, ihre Sicht auf die Welt zur Sicht aller zu erklären. Die Herrschaft des politisch Korrekten, die Sprache der Tugend, ist überhaupt nur eine Möglichkeit, die sich aus der Schwäche der Bürgergesellschaft ergibt. Man kann ihm sozusagen organisiert nichts mehr entgegensetzen. Politiker, Intellektuelle und Journalisten bewegen sich in einem Raum, indem sie nur noch hören, was ihresgleichen für richtig hält. Und wenn sie hören, was ihnen nicht gefällt, dann muss es falsch sein. Ich sage nicht, dass ich es so sehe, ich versuche nur mitzuteilen, wie viele Bürger es sehen und warum sie dann populistische Parteien wählen. Die deutsche Bundeskanzlerin erklärte vor kurzem, empfahl vor kurzem, die Blockflöten zu entriegeln und Weihnachtslieder anzustimmen, um die eigene Kultur vor Bedrohung zu schützen. Für die Durchsetzung der inneren Sicherheit, die eigentliche Aufgabe des Staates, mag sich die Politik aber nur noch mit Zurückhaltung einsetzen. Die Moralisierung der Politik ist eine Folge dieses schleichenden Autoritätsverlustes. Man will darüber hinwegtäuschen, was vor allen Augen geschieht und behilft sich mit Hinweisen auf das gute Leben. Die Lebensführung aber darf überhaupt nicht in den Händen des Staates liegen. Er sollte stattdessen dafür sorgen, dass das Leben in seiner Verschiedenheit zur Entfaltung kommen kann. Zu diesem Zweck muss er weltanschaulich neutral, ordnungspolitisch aber kompromisslos sein. Der Staat ist eben nicht Partei, und er wird leider als Partei wahrgenommen von vielen, er ist der Garant für den Erhalt jenes Schutzraumes, in dem die Verschiedenen verschieden sein und bleiben dürfen. Er ist nicht für das Glück seiner Bürger, sondern für seine Sicherheit, für ihre Sicherheit zuständig. Scheitert er an dieser Aufgabe, und manche spricht dafür, dass er in manchen Bereichen daran scheitert,
dann steht die demokratische Ordnung auf dem Spiel. Denn warum sollen sich Bürger zu einer Ordnung bekennen, die Entscheidungsfreiheit nur simuliert? Wenn wir unsere Freiheit also bewahren wollen, müssen wir die Souveränität über unsere Entscheidungen zurückgewinnen. Das ist das, was Bürger wollen. Deshalb muss Politik dezentralisiert sein und sie muss einen Schutzraum sichern, in dem die Verschiedenen in ihrer Verschiedenheit sagen dürfen, was sie sagen wollen. Wenn wir es nicht tun, werden die Anwälte der autoritären Ordnung ein ganz leichtes Spiel haben, uns einzureden, dass die Diktatur die eigentliche Demokratie sei. Kommen wir zum Schluss. Die Menschen gewinnen mehr dadurch, dass sie einander gestatten, so zu leben, wie es ihnen richtig erscheint, als wenn sie jeden zwingen, nach dem Belieben der übrigen zu leben. So hat John Stuart Mill in seiner berühmten Schrift On Liberty aus dem Jahre 1859 gesagt. Und er fügt hinzu, ich zitiere, wenn jedoch die Ansichten der Massen durchschnittlicher Köpfe überall zur Herrschaft gekommen sind, dann scheint das Gegengift und die Berichtigung dieser Tendenz in der immer stärker ausgesprochenen Individualität zu liegen. Diese Umstände ganz besonders machen es zu einer Notwendigkeit, dass man Ausnahmepersönlichkeiten, statt sie abzuschrecken, vielmehr ermutigen sollte, abweichend von der Masse zu handeln. Zu früheren Zeiten stellte ein solches Handeln keinen Vorteil dar, wenn es nicht besser, sondern nur anders war. Aber jetzt ist schon das bloße Beispiel des Nichtübereinstimmens, die bloße Weigerung, vor dem Brauch in die Knie zu gehen, in sich ein Verdienst. Gerade weil die Tyrannei der öffentlichen Meinung so stark ist, dass das Exzentrische einem zum Vorwurf gemacht wird, ist es erwünscht, dass man exzentrisch ist, um diese Tyrannei zu durchbrechen. Exzentrisches Wesen, so Mill, war immer reichlich dann und da vorhanden, wo Charakterstärke reichlich vorhanden war und das Ausmaß der Exzentrizität in einer Gesellschaft stand in dem genauen Verhältnis zu dem Potenzial von Genie, Geisteskraft und sittlichem Mut, den sie enthielt. Das, so schließt John Stuart Mill seine Freiheitsschrift, dass so wenige wagen, exzentrisch zu sein, enthüllt die hauptsächliche Gefahr unserer Zeit. Pflegen wir den Widerspruch, meine Damen und Herren, dann brauchen wir auch keine Populisten. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Ein interessanter Aufruf. Lernen wir wieder mehr exzentrisch zu sein, dann brauchen wir keine Populisten. Also in der Tat sehr viel zum Nachdenken, was Sie uns jetzt hier geliefert haben. Ich sehe bis jetzt noch keine Hand oben, doch da ist schon mal eine Hand für Exzentrismus und Widerspruch, aber auch für Fragen, für alles, was Sie auf dem Herzen haben. Ich würde gern schauen, ob man ein, zwei Fragen sammelt und dann immer auch wieder an Herrn Professor Barbarowski zurückgibt. Herr Umland, gucken Sie mal, ob die Dinger funktionieren. Da müsste so ein Knöpfchen... Ja, vielen Dank, Andreas Umland vom Institut für Euroatlantische Kooperation in Kiew. Mir hat der Vortrag sehr gefallen. Also ich mag diesen, man könnte sagen, sozialpsychologischen, elitenpädagogischen, vielleicht sogar populismus-empathischen Ansatz. Aber was mich nun noch interessieren würde, die Frage an Sie als Historiker, wie weit denn die heutige, also Sie haben das sozusagen dargestellt, die Dramatik der heutigen Situation, vielleicht sogar eine Ausnahmesituation, aber mein sozusagen Widerspruch wäre, ist das dann wirklich solch eine Ausnahmesituation im zeithistorischen Kontext? Ist die Dramatik vielleicht nicht sogar manchmal überbewertet? Sind nicht diese Wellenbewegungen sozusagen in der Entwicklung moderner Staaten in gewisser Hinsicht natürlich? Also ich habe manchmal so den Eindruck, dass da so ein apokalyptisches Bild entsteht, was letztlich dann eher den nüchternen Blick verdeckt, dass eben derartige Dinge passieren. Frau Nemirovska hat das ja angedeutet, dass sozusagen der quasi der ultimative
russische Populist womöglich Wladimir Lenin war. Vielleicht war der ultimative deutsche Populist Adolf Hitler. Nicht? Also diese sozusagen, ist das nicht etwas, was wir kennen aus der Geschichte, oder ist es wirklich so was ganz Neues, was ganz Besonderes heute? Das wäre meine Frage. Danke. Hier ist die zweite Frage. Ja, Herr Professor Barbarowski, vielen Dank. Es war ein sehr reicher Vortrag mit vielen Denkanstößen. Am Schluss sagten Sie, pflegen wir den Widerspruch, dann brauchen wir keine Populisten. Meine Frage wäre, ich habe den Eindruck, dass wir die Räume, in denen wir diesen Widerspruch pflegen können, zum großen Teil verloren haben. Es gibt ja jetzt dieses Stichwort von den Echokammern des Internet, in denen sozusagen digitale Großräume entstanden sind, in denen Menschen nur noch zu Gleichgesinnten sprechen, über Fragen diskutieren anhand von Informationen, die zum nicht geringen Teil sich nachträglich als oder bei Überprüfung sich als falsch herausstellen. Ich habe gelesen, dass es eine Untersuchung gibt, dass in republikanischen Diskussionsforen bis zu 40% der Informationen, die da gehandelt werden, Fake News sind. Wenn diese digitalen Großräume sich sozusagen mit dem Gegenüber nicht mehr vernetzen und es sozusagen gar keine Felder mehr gibt, in denen man sich noch austauschen kann, wo soll dann der Widerspruch gepflegt werden? Das scheint mir eine Sache, an die wir wahrscheinlich gar nicht mehr zurückkommen. Wir haben kein Forum mehr, wo wir uns austauschen können. Ich möchte mich dann auch noch mal kurz anschließen aus der Sicht einer, die auf dieser abgehobenen Ebene mal gelebt hat. So als Politikerin, die eben von ihrer Warte her versucht hat, diesen Austausch, diese Kommunikation sicherzustellen. Ich glaube, was Sie jetzt gerade sagten, ist eine Schwierigkeit in einer medienorientierten Welt, die Räume für Begegnung zu finden im breiten Stil, was für Politik im Übrigen genau dasselbe Problem ist. Aus meiner Erfahrung als Abgeordnete war sehr häufig der Punkt, wenn Sie sich Diskussionen stellen möchten, wenn Sie Bürger einladen zu offenen Foren, sind Sie froh, wenn die eigenen Parteikollegen ankommen. Es also wahnsinnig schwierig ist, überhaupt Mobilisierung sicherzustellen und den Bürger zu motivieren, an einem Diskurs teilzunehmen. Dass also auf der einen Seite das Beschwer der Bürger, die Politik sind so weit weg, auf der anderen Seite aber so nach dem Motto, mir reicht, was ich selber an Informationen bekomme, ich brauche jetzt gar nicht so diesen persönlichen Kontakt. Das ist so die eine Schwierigkeit, wie stellt man solche Räume eigentlich in einer modernen Gesellschaft her? Das zweite ist meine Frage, es gibt ja nun auch gewisse Tatsachen. Wir haben die Europäische Union. Im Rahmen der Europäischen Union haben wir uns über die Jahre zu einem bestimmten Regeln und zu einer bestimmten Ordnung bekannt und hinentwickelt, die uns natürlich auch bindet. Weshalb so manche Reaktion der Politiker zu sagen, sorry, wir können da jetzt nicht einfach ausbrechen und sagen, interessiert uns alles nicht, was mal vereinbart war, sondern sie sind natürlich gebunden an diese früheren Entscheidungen. Ist es dann falsch, wenn Politiker darauf verweisen, dass sie sagen, wir sind dran gebunden, wir sind alternativlos, weil es ein Faktum eigentlich auch ist? Ist es nicht auch wieder die Frage der Kommunikation, der Bildung, den Menschen mitnehmen in diese komplizierter werdenden Gegebenheiten? Weil ich glaube, das ist ein Punkt. Unsere Welt ist in den letzten 30, 40 Jahren massiv komplexer geworden. Und das ist in einer Geschwindigkeit passiert, es vielleicht schwierig wird, die Menschen da mitzunehmen. Aber gibt es eine Alternative dazu? Ja, haben Politiker eine Alternative dazu, können sie sich wirklich hinstellen, okay, die Bürger haben jetzt Angst, jetzt müssen wir alles wieder umdrehen. Diese Alternative gibt es doch eigentlich nicht wirklich. So, hier erstmal einen Schnitt, gib an Sie zurück, Sie haben ein Mikrofon bei sich liegen und dann machen wir die nächste Runde. Ja, das ist ziemlich viel. Ich hoffe, dass ich das
zusammenbekomme. Ist das eine Ausnahmesituation? Hat es Populisten nicht immer schon gegeben? Ja, die hat es immer schon gegeben, aber die Gründe für ihre Entstehung waren andere, als es heute der Fall ist. Man könnte sagen, dass Hitler ein Ergebnis der Weltwirtschaftskrise war, des Versailler Vertrages, also benennbare Probleme, dass er nicht nur von den Abgehängten, sondern eben auch von vielen Wohlhabenden, auch von Intellektuellen, von der Bildungsbürgerschicht gewählt und getragen wurde. Lenin war sicherlich jemand, der sich als Populist versuchte, aber damit keinen so großen Erfolg hatte, weil Russland keine moderne Massendemokratie war, in der Menschen über den Fernseher, das Radio, über die Zeitungen mobilisierbar gewesen wären. Lenin ist im Januar 1918 an einer Straße außerhalb von Moskau ausgeraubt worden, weil niemand wusste, wie der aussah. Also insofern ist das eine ganz andere Situation als die, die wir jetzt haben. Jetzt haben wir die Situation, dass Menschen, die eigentlich im Wohlstand leben, in einem Wohlstand, den es bislang nie so gegeben hat, in hohem Maße unzufrieden sind. Und wir uns darüber wundern, wie das denn eigentlich kommen kann. Dass Menschen der Weimarer Republik unzufrieden waren, das verstehen wir sofort. Und das ist irgendwie sehr klar und es kommt aus der sozialen Frage. Heute ist das etwas komplizierter und wir sehen, dass in einer Zeit, und das ist, glaube ich, eine Ausnahmesituation, in der man nach dem Ende des Kommunismus die repräsentative Demokratie über ganz Europa ausgebreitet hat, die Diktatur und das Autoritäre wieder an Zustimmung gewinnt. Das ist, glaube ich, etwas Ungewöhnliches, dass das geschieht, dass autoritäre Regierungen wieder im Kommen sind. Und wir begreifen plötzlich, dass es offenkundig falsch ist, anzunehmen, dass überall auf der Welt sich alles immerhin zur repräsentativen Demokratie entwickelt. Es kann sich auch wieder zurückentwickeln. Demokratien können abgewickelt werden und die Mehrheit der Bevölkerung kann sich gegen Demokratie entscheiden. 1933 ist das passiert, da war es aber nicht mal die Mehrheit. Und jetzt passiert das auch wieder. Ungarn, die Türkei, aber auch in anderen Ländern kann man das sehen. Bewegungen, diese autoritäre Lösung sind prima. Leute, die Schilder hochhalten, wo drauf steht, Putin, hilf uns. Nicht nur in Sachsen, sondern auch in Italien ist das passiert, als Putin dort zu Besuch war. Es gibt so eine Faszination für das Autoritäre. Und das hat nicht mehr damit zu tun, dass Menschen im Elend leben, sondern es hat damit zu tun, dass sie glauben, dass die repräsentative Demokratie die zentralen Fragen ihres Lebens nicht mehr bewältigen und lösen kann. Und das hat auch damit zu tun, dass man das Gefühl hat, dass all diejenigen, die es tun könnten, die es lösen könnten, darüber nicht sprechen wollen. Und stattdessen die Probleme lieber verschweigen und über sozusagen über Randthemen sprechen und die Politik moralisieren und von Problemen ablenken. Ob das so ist, ist eine ganz andere Frage, aber es wird so wahrgenommen. Ich glaube, das ist die Ausnahmesituation, die wir haben. Und deshalb waren diejenigen, die sich in diesem Diskurs schön eingerichtet hatten, so überrascht, was dann in den USA passieren konnte. Weil kaum einer für möglich gehalten hatte, dass eine autoritäre Figur, eine politisch inkorrekte Figur mit einer lächerlichen Frisur diese Wahl hat gewinnen können. Ja, es stimmt, dass wir die Räume verloren haben für den Austausch, aber es wird immer vergessen, ich versuche ja immer die Perspektive derer einzunehmen, die jetzt sich für die Populisten entscheiden und ihre Informationen aus dem Netz holen, es wird immer wieder vergessen, dass die Tatsache, dass Menschen sich in begrenzten Räumen aufhalten, um dort ihre Informationen zu holen, daher kommt, dass der Raum der Eliten nicht mehr als der eigene Erfahrungsraum wahrgenommen wird. Was da verhandelt wird, über Migrationsquoten, über gleichgeschlechtliche Ehen, das sind alles wichtige Fragen, aber es sind nicht die Fragen, die irgendwelche Menschen in ihrem Alltag tatsächlich so sehr berühren, dass sie das sehen wollen oder dass sie das hören wollen. Sie haben das Gefühl, dass das, was da in ihrem Ort passiert, in ihrer Umgebung passiert, dann nicht vorkommt. Und dass es eine politisch korrekte, eingefärbte, zugerichtete Sprache gibt, in der Dinge nur noch im gewissen Rahmen gesagt werden können, Anstößiges aber nicht mehr. Und wenn dieser Raum nicht mehr vorhanden ist, in dem der Streit ausgetragen werden kann, dann geht er woanders hin. Schauen Sie sich mal Fernsehdiskussionen der 70er Jahre an, was sich Politiker da an den Kopf geworfen haben, wie es da zuging und was da gesagt werden konnte. Dort hat man zwar den politischen Gegner aufs Schärfste bekämpft,
da gab es Streit und Konflikt, aber niemand wäre auf die Idee gekommen zu sagen, das darf der aber gar nicht sagen. Das ist verboten, das ist unsagbar und darf nicht gesagt werden. Oder man hätte gesagt, das hat die Person X gesagt und weil es die Person X gesagt hat, ist es natürlich falsch. Sondern man hätte gefragt, stimmt das? Sind das meine Interessen, sind das deine Interessen und soll ich mich dafür interessieren oder nicht? Das hat sich sehr stark verändert. Wir sind von Meinungsfreiheit, sind wir ziemlich weit entfernt. Und es kostet inzwischen in verschiedenen Milieus inzwischen schon wieder Mut, einfach laut und deutlich zu bestimmten Dingen Nein zu sagen. Kann ich an der Universität, sehe ich das, obwohl wir alle Professoren auf Lebenszeit sind und im Grunde unkündbar sind, trauen die Leute sich nicht so zu sprechen, wie sie sprechen wollen. Das ist eigentlich absurd, das Ganze. Wir haben das selbst gemacht. Da ist kein Staat, der uns unterdrückt, sondern wir haben uns selber in dieser Welt eingerichtet und die Bürger haben ein feines Gespür dafür, was da abläuft. Und jetzt ist die Reaktion, dass man sich im Netz Räume schafft, in denen man seinesgleichen trifft. Die trifft man da. Und wenn die traditionellen Milieus sich auflösen, dann kommen sie einem da wieder entgegen. Ich denke, das kann man nur ändern, indem man den politischen Raum wieder zu einem Raum macht, in dem gestritten wird, in dem heftig gestritten wird, in dem Journalisten sich endlich mal wieder auf ihr, sozusagen auf das besinnen, was sie tun sollen. Sie sollen den Bürger nicht erziehen, sie sollen ihm nicht sagen, dass eine Partei rechtspopulistisch ist, das können diese Bürger selber entscheiden, sie sind nicht dumm, sie können das hören, was die Leute sagen, und dass sie berichten und nicht urteilen, dass sie den Bericht vom Urteil trennen. Stattdessen gefallen sich Journalisten in der Rolle von Volkserziehern und deshalb wird von den Bürgern wahrgenommen, dass Journalisten und Politiker in einem Boot sitzen. Das ist schlecht, das sollte nicht so sein. Ich schätze, lass gleich zum Schluss einen Journalisten vom österreichischen Fernsehen, der heißt Armin Wolf. Der macht Zeit im Bild, das sind die österreichischen Tagesthemen. Der ist zweifellos Mitglied der SPÖ, aber man merkt es nicht. Weil er alle hart angeht, die er interviewt und weil er sich sozusagen bei der Bewertung des Politischen zurückhält. Das müssen wir wieder lernen und wenn das zurückkommt, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass man Bürger wieder für die Bürgergesellschaft gewinnt. Ich denke, dass es fängt damit an, dass man offen aussprechen muss, was ausgesprochen werden kann. Die Tatsache, Herr Platzek hat das vorhin ganz richtig gesagt, mir ging das genauso, als ich das hörte, gestern mit der Wahl in Österreich, dass 5 Parteien 51% der Wähler hinter sich vereint haben, aber eine Partei 49, das will man mir doch jetzt nicht als einen großen Erfolg verkaufen. Das Gegenteil ist der Fall. Man sieht, dass eine populistische Partei es schafft, 49% der Wähler zu binden. Das schafft gar keine andere Partei in Österreich mehr. Das sollte uns einfach zu denken geben, dass das so ist. Und das kann man nur ändern, indem man nicht die Sprache der Pädagogen spricht. Dass man nicht dauernd sagt, man muss den Bürger besser erklären. Oder wie von Frau von der Leyen sagt, man muss in einfachen Hauptsätzen sprechen. Das zeugt von einer Verachtung, die Bürger spüren. Man muss mit euch in Hauptsätzen sprechen. Man muss es euch erklären. Man muss euch mitnehmen. Der Bürger will nicht mitgenommen werden. Er will, dass seine Probleme, für die er Parteien gewählt hat, am Ort gelöst werden. Und ich verstehe nicht, warum das eigentlich nicht gehen soll. Man kann viele wichtige Probleme, die die Bürger betreffen, dezentral lösen. Und wenn man das macht und der Bürger das Gefühl hat, dass Politik etwas bewegen kann, dazu gehört natürlich auch die Revitalisierung des Nationalstaates, dann wird er auch wieder wählen und dann wird er sich einsetzen. Vielleicht dieses kleine Bonmot, wenn Sie mir das noch erlauben, ich würde mir sehr wünschen, dass die Sozialdemokraten, die ich immer sehr geschätzt habe, dass die soziale Frage wieder für sich entdecken würden. Da liegt ein ganz großes Potenzial für die SPD, das brach liegt und das von anderen abgeschöpft wird. Die CDU bedient es nicht mehr, die Grünen haben es ohnehin nie bedient, weil sie eine Elitenpartei waren, aber die SPD sollte es bedienen, wenn sie nicht... Ja, die Linkspartei bedient es ja. Gut, also damit will ich es mal bewenden. Nein, mich interessiert der Punkt schon noch. Es gibt Fakten, es gibt Bindungen, die können Politiker nicht einfach außer Kraft setzen. Doch, das können sie. Sie müssen nur mit den Konsequenzen leben. Die Engländer sind aus der EU ausgetreten. Man sieht also, dass es geht, man kann es. Ob es unangenehme Folgen hat, werden wir ja jetzt sehen. Aber den Leuten zu sagen, das dürft ihr nicht, weil das für die Ewigkeit gemacht ist. Und weil das ist eine Argumentation aus der Vormoderne. Man lebt in göttlichen Ordnungen, die sind nicht änderbar. Das ist das Gegenteil von dem, was Demokratie ist. Demokratie lebt davon,
dass Alternativen aufgezeigt werden. Und sie lebt davon, dass Leute sagen, doch, das kann man ändern. Man kann Verfassungen ändern, man kann Regierungen ändern, man kann sogar die Demokratie abwählen. Kann man auch. In der Türkei hat man das gemacht. Da haben sich die Mehrheit der Bürger für eine autoritäre Ordnung entschieden. Das kann man also alles tun. Und wenn Politiker sagen, das darf man gar nicht, weil das gar nicht geht, dann sagt sich der Bürger, dann brauche ich doch gar nicht wählen. Dann bleibe ich einfach zu Hause. Und ich denke, doch, das kann man. Sie sagen natürlich, Politiker können sagen, ich bin an Entscheidungen gebunden und ich möchte mich gerne an sie binden, aber damit müssen sie sich dann leider zur Wahl stellen. So ist das. Mhm. Wenn die Bürger sagen, Entschuldigung, aber ihre Bindung interessiert mich gar nicht, ich will die überhaupt nicht, dann müssen sie damit leben, dass sie AfD wählen. Mhm. Und das ist einfach der Punkt. Ich denke, doch, man kann ändern. Sie sollten den Bürgern nur sagen, das ist meine Überzeugung, ich stehe für diese Überzeugung ein, ich finde die richtig, aber ihnen zu sagen, das, was ich mache, ist alternativlos, weil das gar nicht anders geht, damit entfremden die Leute. Entfremden es gibt zwei Gegenreaktionen von hier oben kurz und dann gehen wir wieder ins Publikum zu. Ja, vielen Dank für Ihre Antwort. Diese Nichtübereinstimmung der Räume, das ist eine Frage. Was mich noch umtreibt, sind Form und Inhalt. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, plädieren Sie dafür, dass man sozusagen im bürgerlich-liberalen Lager den politischen Diskurs von der politischen Korrektheit etwas entschlackt, um diese Leute zurückzuholen. Also ich bewege mich selber, ich gebe es zu, im Internet. Ich bin auch Facebook-User und ab und zu gehe ich aus, Spaß kann man es nicht nennen, das ist eher ein Leiden, gehe ich in Räume rein, in denen Menschen sich unterhalten, die völlig andere Auffassungen haben. Also eher Pegida, AfD-Wähler etc. Ich habe das Gefühl, was die Form angeht, sind diese Menschen nicht mehr zurückzuholen. Also wir haben ja einen gewissen zivilen Diskurs entwickelt über die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe das Gefühl, der ist in diesen Chaträumen, die sehr groß sind, an denen viele Menschen teilnehmen, zu einem nicht unerheblichen Teil verloren gegangen. Was die Inhalte angeht, gibt es auch ein großes Problem und das ist das Verhältnis zur Faktizität von dem, was ich da diskutiere. Ja, erkenne ich Fakten an oder erkenne ich sie nicht an? Ich habe das Gefühl, dass das, was ich vorhin erwähnte mit den Republikanern, das ist eben zum Teil in Deutschland auch nicht anders. Es werden Behauptungen aufgestellt, die werden hundertfach wiederholt, es wird hundertfach darauf reagiert auf Facebook. Inhalte, die in keinster Weise belegt sind. Also ich glaube, Sie haben Ihren Vortrag damit angefangen, man muss erst mal fragen, ob Dinge stimmen. Ja, früher gab es sozusagen einen Konsens über die Wahrhaftigkeit einer Behauptung. Inzwischen haben wir das sozusagen völlig auseinanderdividiert. Ja, es gibt ganze Diskurse, die mit nicht belegten Behauptungen operieren. Und wer da mit Fakten kommt, hat im Grunde schon verloren. Wir haben das im Trump-Wahlkampf gesehen. Ja, also da mit Fakten dagegen zu halten, ist sehr schwierig. Ich habe gerade gestern eine Nachricht gelesen, wo eine amerikanische Talkshow-Moderatorin mit einer älteren Dame im Fernsehen sprach und die sagte, ja, aber in Kalifornien haben 3 Millionen Illegale gewählt. Dann fragte sie, wo haben Sie das her? Ja, von Facebook. Und dann wollte sie sozusagen, da treten Sie mal den Gegenbeweis an, es ist eigentlich nicht möglich. Ja. So, also die unterschiedliche Perzeption, was Fakten eigentlich sind und wie wir damit umgehen, wie kommen wir da wieder hin zurück, dass wir darüber Übereinstimmung erreichen? Da habe ich große Fragezeichen, ich weiß es nicht. Ja, also ich bin ja nicht so weit weg vom Professor Babowski, wie er selber unterstellt hat am Beginn seines Vortrags, aber mir gehen da ganz viele Dinge jetzt durch den Kopf bei dem, was Sie gesagt haben. Unter anderem, dass ich mich frage, wie soll eigentlich eine parlamentarische Demokratie in Zukunft noch funktionieren, wenn kaum noch jemand Lust hat, Mitglied einer Partei zu werden. Wir haben uns geleistet über Jahrzehnte Parteien, ich sage das mal so als selbst, war eine Weile mal Parteivorsitzender, Parteien doch eher verächtlich zu machen, nach dem Motto, Parteien sind doof und unmodern und so weiter. Übrigens, ich würde es bestätigen, wenn keiner mehr reingeht, vor allen Dingen keiner reingeht, der eigentlich intellektuell belastbar ist, was auf die Platte bringt, was möchte, dann wird eine Partei doof. Das ist dann einfach so. Also sie wird zumindest nicht anspruchsvoller. Und ich meine, wenn ich mein Bundesland sehe, die paar Parteimitglieder, die wir noch haben, und wir regieren seit 25 Jahren dieses Bundesland, da ist das Thema besten Auslese
nur noch schwer zu realisieren, wenn man gar keine Mitgliedschaft mehr hat. Aber das lasse ich jetzt mal weg, genauso wie man sehr lange diskutieren könnte über die Frage, was Privatfernsehen und Boulevardpresse in den letzten 30, 40 Jahren zur Hebung der Kultur, des Umgangs der Menschen miteinander beigetragen haben oder auch nicht. Ich glaube, da ist schon ein Prozess im Gange, wo viele Größen einwirken, und am Ende haben wir es mit zumindest einer politischen Debatte zu tun, Menschen überhaupt erreichen zu können, die schwieriger geworden ist. Ich sage mal im Umkehrschluss, die Anforderungen an Parteien sind höher geworden und die Qualität und die Menge von Menschen und so weiter ist geringer geworden, die das noch leisten könnten. Aber das lasse ich jetzt alles mal dahin. Auch die Frage, die mich vorhin natürlich bewegt hat, wo fängt eigentlich politische Elite an und wo hört sie auf? Ist ja nicht uninteressant, mal von Ihnen zu hören, wo ist man so weit entfernt, dass man Menschen nicht mehr versteht? Würde ich auch einiges dagegen anbringen. Also ich lebe zum Beispiel, ich war 25 Jahre in Regierung, immer noch in derselben Wohnung, in der ich zu DDR-Zeiten schon gelebt habe, mit denselben Nachbarn und derselben Stammkneipe. Und wir reden da nicht anders miteinander als vor 25 Jahren. Aber ich räume das als Problem ein, da gibt es Entfernung. Was ich Sie gerne fragen würde, wäre etwas, was mich seit Jahren zunehmend umtreibt. Wir sind ja hier in einem Demokratieseminar. Und Sie haben ja gesagt, dass da auch Verdrossenheit deutlich spürbar ist, oder Sie haben es anders ausgedrückt, ein fast unerklärlicher, größerer Hang zu autoritären Regierungssystemen ist spürbar. Da frage ich mich, wenn ich mir das ganz praktisch anschaue, und ich war ja zwangsläufig damit auch beschäftigt, sowas praktisch umzusetzen. Ich erlebe sehr viele Menschen, das fängt im Gemeinderat an, im Kreistag geht das weiter, also in den verschiedenen Entscheidungsebenen, die verzweifeln daran, dass Demokratie so langwierig ist, so unendliche Debatten erzeugt, meistens so lauwarme Entscheidungen generiert, was ich für normal halte, weil ich sage mal, im Leben ist, ich bin kein Jurist, sondern nur Ingenieur und guck mir das Leben von der praktischen Seite an, Leben ist auch lauwarm. Bei 37 Grad Leben, Körpertemperatur leben wir gut. Bei 42 Grad sind wir schon tot und bei 34 Grad auch. Also deshalb sollte man sich nicht wundern, dass Demokratie am Ende, wenn es aushaltbar sein soll für Menschen, lauwarm ist. Wenn sie heiß wäre, wäre es nicht gut, und kalt wäre es auch nicht gut. Aber das begeistert irgendwie immer weniger Menschen. Und es ist denen, die es machen müssten, die wir gerne in der Demokratie, im Demokratieapparat mit sehen würden, denen ist das oft inzwischen zu mühsam geworden. Ich sehe eine der Gründe, was ein ganz schwieriges Feld ist, darin, dass unsere Demokratie, ich rede jetzt von uns hier ganz konkret, auch in Mitteleuropa, in Deutschland, nur noch wenig sinnlich erfahrbar ist, so dass sie Freude macht. Sie ist sehr verrechtlicht. Ich sage, das ist schwierig, weil ich überhaupt nicht gegen einen Rechtsstaat bin. Aber man hört sehr oft, wenn im Gemeinderat ein Beschluss gefasst wird, irgendeiner klagt dagegen und dann sagen die, es hat doch gar keinen Sinn mehr, einen Beschluss zu fassen, das Gericht entscheidet doch am Ende sowieso. Und wenn es nicht das Verwaltungsgericht ist, dann das Verfassungsgericht. Also da sind wir in den letzten Jahrzehnten auf einem Weg gewesen, wo ich auch glaube, dass das eine der Einflussgrößen ist für Demokratieverdrossenheit, weil sie nicht mehr eine Erfahrbarkeitsfolie liefert, die so aussieht, dass man sich heftig streitet, dann zu einer Abstimmung kommt und dann das auch gemacht wird, was abgestimmt ist. Sondern meistens kommen noch vierjährige Gerichtsverfahren danach und dann gibt es irgendeine Entscheidung, gegen die dann auch nichts mehr, das Gremium, was das mal beschlossen hat, kann dagegen gar nichts mehr machen. Das hat alles irgendwo seine Begründung, aber ich denke mir manchmal, auch wenn das vielleicht ein Stück gegen Rechtsstaat führt, ein bisschen mehr zulassende Demokratie, die dann auch wieder sinnliche Erfahrungsräume bietet, würde Menschen mehr anziehen. Dann sagen sie, es hat auch wieder Sinn, dort mitzumachen. Also wenn Sie da nochmal, als jemand, der ja viel drüber nachdenkt, eine Richtungsweisung geben könnten, wie kriegt man das hin? Weil ich erlebe, dass wir immer weniger Menschen überhaupt dazu kriegen, in solche Gremien zu gehen, sich wählen zu lassen. Wenn wir heute in einer mittelgroßen Stadt Bürgermeisterwahlen haben und es erklärt sich einer bereit zu kandidieren, dann rufen oft drei Parteien gleichzeitig, du bist unser Kandidat, weil sie sich freuen, dass überhaupt noch einer
sich dieser Mühsal aussetzt, in diese Entscheidungsmaschinerien sich einspannen zu lassen. Vielleicht haben Sie da einen etwas hoffnungsvollen Hinweis. Bevor ich an Sie zurückgebe, ich habe hier noch Martin Hoffmann und guck noch mal rum, weil Herr Baborowski wird dann mehr oder weniger das letzte Wort haben. Und dann gehen wir in die Pause. Das können Sie, ist überhaupt keine Frage. Ich gucke nur eben, wenn keiner ist, dann Martin noch, Sie und dann machen wir Schluss. Und vielleicht danke. Eben auch kurz und prägnant. Ja, kurz und prägnant. Ich wollte noch mal sagen, das ist natürlich jetzt, wir haben doch eine sehr stark deutsche Debatte gehabt. Wir haben ja heute hier einen Großteil der russischen Freunde hier. Und da in dem Zusammenhang möchte ich noch mal eine Frage stellen, vielleicht auch ein bisschen provokant, aber vielleicht auch das, was die russischen Freunde besonders betrifft. Sie sind ja nun in einem ganz anderen Staatssystem mit anderen Schwierigkeiten und anderen Problemen und Restriktionen. Und das, was Sie ja gesagt haben, bezieht sich zum einen Teil auf den Diskurs, das ist klar, aber der zweite Punkt war doch der, die Frage, die wir lange Zeit anders gelöst haben, ist, inwieweit kann der universelle, sozusagen der Staatenbund, die Demokratie, wie weit sind die politikfähig, wie weit sind sie ordnungsfähig? Wie können sie Ordnung herstellen? Jetzt meine Frage, auch die russischen Freunde auf der anderen Seite, ist es denn nicht so, dass im Grunde genommen der Staat der Zukunft tatsächlich ein Staat sein muss, der im Nationalen, im Regionalen, ob man das jetzt, wie man das auch immer bezeichnen möchte, im regionalen, seine Ordnungskriterium setzt und auch seine Identifikation setzt? Ist überhaupt die Vorstellung, die wir lange Zeit als den Haupthoffnungspunkt für Frieden gesehen haben, dass nämlich eine universelle europäische Unionsidee zum Beispiel, eine universelle Idee der Demokratie, den Frieden am besten sichert, ist das überhaupt noch realistisch oder müssen wir damit leben, dass der Nationalstaat, der Regionalstaat, dass das Verwurzeltsein von Werten in der Region eigentlich die Zukunft sozusagen des Zusammenlebens ist? Андрей Аспирант, я вопрос аспирант из Твери. Немного нарушу сейчас. Хотел задать вопрос, продолжая тему интернета. Не кажется ли вам, что одна из причин роста популизма в том, что изменилась модель взаимодействия общества и элит? То есть, если раньше были элиты, которые задавали темы для разговоров, вопросы и ответы, возможно, на эти вопросы, и было общество, которое соглашалось с этим и считало это нормальным. Сейчас же, благодаря интернету, общество само в публичную сферу задает эти вопросы. Любой человек может пообщаться с политиком, публично раскритиковать его в Фейсбуке или в Твиттере. И таким образом в публичное пространство выливаются те темы, которые раньше оставались где-нибудь на кухнях и считалось неприличным в публичной сфере освещать. И в этой ситуации именно эти такие, ну, условно кухонные темы, не публичные, стали востребованными, и те политики, которые их оседлали, они как раз и становятся популярными. И в такой связи вопрос, а что тогда делать элитам, как жить и взаимодействовать в новых обстоятельствах, когда тон и тем для разговора задает именно общество? Ja, schwierige, viele schwierige und komplizierte Fragen, die man jeweils nochmal einen ganzen Vortrag halten könnte. Von Hegel in seinen Grundlinien zur Philosophie des Rechts wird der schöne Gedanke geäußert, dass wenn der Bürger nur als atomisiertes Individuum dem Staat gegenübertritt, dann werden sich die Verhältnisse in eine Despotie entwickeln. Die Idee von Hegel, ich glaube, da hat er recht, die ein bisschen aus der Romantik kommt, Bürger müssen in Verbänden, Vereinen, Korporationen, Ständen organisiert sein, damit sie als Staatsbürger der Exekutive und dem Staat mit einem Willen gegenübertreten können. Und wenn sie das nicht können, und das, glaube ich, ist unsere Situation, die wir gerade haben, wenn sich diese Milieus auflösen und der Bürger nur noch Individuum ist, das mit anderen Individuen nicht mehr in einer Gemeinschaft lebt, dann führt das dazu, dass der Staat allmächtig wird und der Bürger
Ohnmacht verspürt. Von Hegel kann man noch mal etwas lernen. Ich glaube, dass er recht hatte. Und Ihre Frage war ja ganz zu Recht, wie kann man dieses Problem eigentlich überwinden? Mein Vater war so ein klassischer Sozialdemokrat. Der hat immer SPD gewählt, auch wenn er oft nicht einverstanden war. Aber das wählte man eben, und er war da Mitglied, er ging in den Ortsverein. Und damals war es auch schon so, dass Demokratie dicke Bretter bohren hieß. Nichts wurde entschieden, auf die lange Bank geschoben, aber das war egal. Weil die Leute Teil von einem Milieu waren, weil sie wussten, dass die Politiker, die zum gleichen Milieu gehörten, dass sie von ihnen verstanden wurden und dass sozusagen in dem Maße, wie Ordnung, Sicherheit und Wohlstand gesichert waren, es gar nicht darauf ankam, dass alle Probleme sofort gelöst werden mussten, aber man wusste sich in Übereinstimmung mit diesen Orten, mit diesen Ordnungen. Und das hat sich komplett verändert. Ich weiß, dass mein Vater, der 2005 gestorben ist, die Folgen der Globalisierung, die Hartz-IV-Reform, das hat ja alles völlig irritiert. Damit konnte er überhaupt gar nichts mehr anfangen. Und er hat dann zum Schluss noch überlegt, ob er aus der SPD austreten soll, weil das alles nicht mehr vorhanden war. Ich glaube, diese Mediatisierungsfunktion hat Demokratie nicht mehr. Die repräsentative Demokratie ist ja eigentlich gar nicht demokratisch, im Grunde. Also die antike Polis funktioniert nach dem Losverfahren. Die repräsentative Demokratie kam nach der Französischen Revolution auf, als die Eliten eigentlich ihre Pöstchen behalten wollten. Haben sie gesagt, gut, wir machen das, ja, wenn wir Demokratie ernst nehmen würden, dann wären wir raus aus dem Geschäft. Also haben sich die Mächtigen und diejenigen, die Einfluss hatten über das System der repräsentativen Demokratie, ihre Posten gesichert. Die Eliten haben sozusagen weiter regiert, aber jetzt waren sie legitimiert durch Wahlen. Das funktioniert eigentlich immer gut, solange Sicherheit und Ordnung gewährleistet ist, es keinen großen Dissens gibt, das nationalstaatlich und regional überschaubar organisiert ist, dann funktioniert das. Dann können Menschen sich damit sozusagen in Übereinstimmung bringen. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Ein Journalist, ein Belgischer, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Gegen Wahlen heißt das, das ist in diesem Jahr erschienen. Und das war ganz interessant, er hat gesagt, lasst uns doch die Demokratie wiederbeleben, indem wir Elemente des Losverfahrens auf regionaler Ebene wieder einführen. In Island hat man eine Verfassungsdebatte, die neue Verfassung von Island hat man dadurch organisiert, indem man Bürger gebeten hat, sich zu melden, ob sie Interesse hatten, an der Ausarbeitung der Verfassung mitzuarbeiten, in Irland im Übrigen auch. Und dann wurde aus diesen Bürgern wurde für eine gewisse Zeit immer Leute ausgelost. Und nach einer gewissen Zeit kam die Hälfte der Bürger wieder heraus und andere wieder herein. Erstmal hatte das die Folge, dass der Korruption vorgebeugt wurde. Man wusste ja nicht, wer reingewählt wird und man musste auch wieder gehen. Und das Bürgerengagement konnte sich dennoch vollziehen, weil ja auch die Bürger sich Experten holen konnten, die sie berieten. Das passierte auch. Und sowohl im irischen Fall, da hat man im katholischen Irland, am Ende haben die Bürger dann für die gleichgeschlechtliche Ehe votiert. Das ist bei einer Bürgerbeteiligung herausgekommen. Ganz erstaunlich, dass das geschehen konnte. Das hatten die Eliten gar nicht für möglich gehalten, dass Bürger vernünftige Entscheidungen treffen können. Und hat zur Revitalisierung der Politik geführt. Um es auf Herrn Hoffmanns Frage auch noch zu beziehen, ich glaube, dass die Rückkehr zum Nationalstaat und zur Regionalisierung von Entscheidungen, die Rückkehr zur Übersichtlichkeit dazu führen wird, dass Menschen sich dafür wieder interessieren werden. Viele wirklich zentrale Fragen, die Menschen berühren, wie Sicherheit, also innere Sicherheit, Polizei, das Rentensystem, all diese Dinge und natürlich die Einwanderung, die viele Menschen berührt, die werden nicht mehr regional entschieden. Also irgendwas, was Menschen in ihrem Umfeld, in ihrem Alltag machen, hat überhaupt keinen Einfluss mehr darauf und das wissen sie auch. Und man muss Wege finden, die Entscheidungen zurückzuverlagern. Die Idee des supranationalen Staates, der den Weltfrieden gewährt und schützt, glaube ich, die ist vorbei. Und wir müssen uns das auch mal eingestehen, dass wir vielleicht mit weniger Europa und mit weniger Zusammenschluss und mit mehr Nationalstaatlichkeit, der muss ja nicht ethnisch sein, dieser Nationalstaat, dass wir damit unsere Probleme besser lösen. Und vielleicht muss man auch noch mal hier sagen, die Zahl der Nationalstaaten hat zugenommen, sie hat nicht abgenommen. Das ist ein Trend, dass sie zunimmt und dass auch in Europa separatistische Bewegungen zunehmen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion haben sich Nationalstaaten gebildet. Das Modell des Nationalstaates ist deshalb schon nicht tot, weil es das einzige Modell ist, das uns so etwas wie einen geordneten Sozialstaat überhaupt ermöglicht. Wir vergessen das immer, dass das so ist.
Und wir wollen das ja nicht aufgeben, weil das ein Garant für unseren Frieden ist, dass wir diesen Sozialstaat haben. Aber er lässt sich nur nationalstaatlich organisieren. Und viele wichtige Fragen, bis hin, welche Einwanderer man zum Beispiel in einer Stadt haben will, können Bürger entscheiden. Warum sollen Bürger nicht mitentscheiden, welche Menschen sie in ihrer Umgebung brauchen, wer zuwandern soll und wer nicht? Das muss kein Zentralstaat entscheiden. Das kann man alles machen. Ich denke, man kann mehr Mut zeigen. Und damit ist die Beantwortung der dritten Frage auch schon in den Raum gegeben. In der Verfassung steht nicht, dass Bürger nicht pöbeln dürfen. Bürger dürfen pöbeln. Das ist erlaubt. Sie dürfen sich nur nicht mit Waffen zu Demonstrationen versammeln. Aber sie dürfen auf Demonstrationen pöbeln, sie dürfen Bürger beschimpfen, das dürfen sie alles. Wir haben uns inzwischen an den Tugenddiskurs auf eine Weise gewöhnt, dass wir schon gar nicht mehr verstehen, wie das mal früher zuging. Franz Josef Strauß hat die Gegendemonstration Ratten und Schmeißfliegen genannt. Herbert Wehner hat davon geredet, dass Kohl Blähungen erzeugt. Die haben sich beschimpft bis aufs Übelste. Vaterlandsverräter sind Leute genannt worden. Also heftige Auseinandersetzungen und Gepöble, das gehört zur Demokratie. Das kann man nicht verbieten. Das soll auch keine Straftat sein. Sollen die Leute pöbeln? Auf der anderen Seite sind diejenigen, die den Pöblern das Pöbeln vorwerfen, nicht so weit davon entfernt. Wenn sie zum Beispiel auf Fakten hinweisen, dann aber sagen, Sachsen hätte ein Rechtsradikalismusproblem. Ohne sich zum Beispiel die Mühe zu machen, mal sich zu überlegen, woher könnte das denn sein, dass sich in Ostdeutschland Menschen auf ganz andere Weise mit demokratischen Fragen auseinandersetzen, viel sensibler mit Versuchen umgehen, sie zu bevormunden, als das im Westen der Fall ist. Hat das vielleicht mit der Diktatur zu tun? Also wenn man schon von Fakten redet, dann sollte man sich die andere Seite auch anschauen und sich genau hinsehen, nimmt man es dann mit Fakten eigentlich so genau, weiß man eigentlich, aus welcher Welt diese Menschen gekommen sind, deren Urteil man jetzt wieder nicht hören will, weil man das angeblich alle schon besser weiß. Also da bin ich sehr vorsichtig, dass nur an eine, gucken Sie sich mal linksradikale oder linksliberale Foren im Internet an. Es ist immer so, man guckt sich immer gern das an, entweder wo man findet, was man hören will, oder man guckt sich das an, was man ohnehin ablehnt. Aber es ist ganz gut, sich etwas anzugucken, was man ablehnt und sich dann darüber Gedanken zu machen, woher kommt das eigentlich, dass die so viele Dinge ganz anders sehen als man selbst. Das muss ich als Russlandhistoriker jeden Tag tun. Ich muss mir darüber Gedanken machen, warum machen in Russland viele Menschen viele Dinge ganz anders, als wir es hier machen. Und es gibt gute Gründe, warum sie es anders machen. Warum sollen sie es genauso machen wie hier? Es ist anders. Und die Lösung für das Problem ist, dass sich die Medien, es gibt natürlich nicht mehr die Medien an sich, weil sich unsere Landschaft zerklüftet hat, Mühe geben, genau das zu machen, sich zu überlegen, aus welchen Gründen hat der andere eine Auffassung aus anderer Perspektive entwickelt, warum ist das so? Die Bürger können dann selber entscheiden, ob sie das gut finden oder nicht. Ein letztes Wort noch zu den Medien, wir müssen uns damit abfinden, Sie, Herr Platzek, haben das gesagt, mit dem Privatfernsehen hat das angefangen, unsere Medienlandschaft ist zerklüftet. Menschen können heute in unserer Gesellschaft leben, ohne jemals zu erfahren, was Menschen drei Häuser weiter, was die eigentlich denken und machen. Meine Schwiegermutter, die kommt aus Iran, lebt seit den 80er Jahren hier, kann aber sehr schwer schlecht Deutsch und sie schaut sich türkische Fernsehen über Satelliten an. Weiß überhaupt nicht, was hier diskutiert wird. Braucht sie auch nicht, weil sie in der Gesellschaft auch überleben kann, ohne dass sie das irgendwie wahrnehmen muss. Das heißt, die Welt ist anders geworden. Am Montag sprechen nicht mehr alle Menschen über den Tatort, wie in den 70er Jahren, weil den alle gesehen hatten am Sonntag. Das war dann das Thema über Fußballspiele. Jetzt leben Menschen in ganz unterschiedlichen Milieus, sie gucken unterschiedliche Fernsehprogramme. Meine Studenten schauen gar nicht mehr fern, gibt es überhaupt nicht mehr, gehen nur ins Internet. Fernsehen ist was für alte Leute. Das hat sich verändert und wir können das nicht ändern. Die Leute werden sich im Internet auch weiter auspöbeln. Und wir können es nicht ändern. Wenn wir aber, das soll mein Schlusswort sein, wenn wir darauf nur so reagieren, dass wir diese Leute, die pöbeln, als Pöbel beschimpfen, dann kommen wir einfach keinen Schritt weiter. Ist einfach so. Wir müssen damit weiterleben. Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Professor Barbarowski, für die zum Teil auch sehr provozierenden Thesen, die uns zum Nachdenken anregen sollen. Und Sie haben jetzt ganze 4 Tage dazu Zeit, das zu vertiefen und auch in,
in ihrem Umfeld zu betrachten und zu diskutieren. Ich glaube schon, dass die Situation, wie er zu Recht sagte, sich in Russland nochmal unterscheidet. Und sie jetzt diese Transformationsleistung vornehmen müssen, was bedeutet das eigentlich für unser Land? Wie sieht das eigentlich bei uns in Russland genau aus? Und kann man unsere Art des Populismus vergleichen mit dem Populismus, den wir hier in Deutschland haben? Ich wünsche Ihnen dazu viel Erfolg und viel Freude. Nochmal auch den anderen hier vorne sitzenden herzlichen Dank. Wir haben jetzt sogar Pause. Nicht mehr so lang wie gedacht, weil um 11.30 Uhr geht es hier weiter, aber genießen Sie diese paar Minuten. Bis gleich.